So. Ja, oder nicht, ne? Da ist eben jetzt mal Feierabend. Ganz einfach. Ich bin doch hier auch kein Idiot, ne? Was ist denn hier los? Von HSV, weißt du? Ach nee, ne? Was ist das denn? Ja, weißt du, ja. Was ist das denn? Ja, eine Minute später, liebe Freunde, und dann wäre hier aber Schicht im Schacht gewesen. Was ist das denn? Ne? Wieso ist denn hier Licht aus? Ja, guck mal auf die Uhr. Guck mal auf die Uhr, mein Lieber. Ja, kurz nach halb zwölf. Glaubst du, ich stehe hier rum und halt Maulaffenpfeil, oder was? Ja, man kann doch mal beschwerlich. Jense hatte noch ein bisschen was auf der Uhr auf und ich hatte einen etwas beschwerlicheren Weg, weil ich Gepäck bei habe. Ja, ich stehe hier doof rum, weißt du, normal habe ich zu um die Zeit, ne? Das weißt du auch ganz genau, mein Freund. Das normalerweise ist, ich meine... Ja, und dürfen wir dann bitte noch ein Bier? Dürfen wir jetzt, wir haben ja extra für dich den Weg gemacht, mein Ingo. Ach ja, da freue ich mich aber, da, ja, naja. Ja, oder gibt's kein Bier mehr bei dir im Hause drin? Ne? Doch, ja, klar. Aber nicht so lange, ne? Nicht so lange, aber ein normales Feierabendbier. Guck mal, ja. Ich hab schon die Jacke an, ja, ich hab die Schürze aus. Ich hab schon den Mantel an. Du musst es ja für mich nicht machen. Machst du es bitte für Jensa, für den kleinen Krötensohn? Ja, so, alles klar. Bitte. Prima, da Schönes sind wir wieder. Jetzt mal hier. Ich hoffe, man sagt, hier liegt auch noch ein Telefon bei. Dann auch gleich mal die Tüte, wenn du schon auf dem Weg bist. Dankeschön. Darf ich noch die Jacke ausziehen, wenigstens? Die darfst du ausziehen. Na, das ist ja aber lieb von aber mir. Aber danke, dass du das machst. Ja, naja, ne? Ne? Außerdem. Oh, außerdem. Nun fallen wir nicht noch in die Vitrine das rein. Das mache ich doch nicht. Ich hab's ja auch ein bisschen steif mit dem Rücken bei. Weil ich hab ja hier jetzt heute dir. Du gehst ja sowieso an den Glück vorbei. Wenn du jetzt heute mal Sorgen hier zugehabt hättest, dann wärst du es nicht gewahr geworden, dass ich meinen Deckel bezahle. Ich hab ja extra mitgebracht. Wie bitte? Aber darf ich bitte mal erst mal was zu trinken haben? Was machst du? Du bezahlst deinen Deckel? Mit was ist da denn drin? Das hab ich extra gesammelt. Ich hab das so gesammelt über Jahre. Hier, pinke, pinke, pinke. Oh, jetzt fällt das auch noch. Ja, aber ist ja gut. Ist ja gut. Hast du ein Bier? Ja, natürlich. Darf ich auch bitte eins haben? Das sind ein und zwei. Ich krieg das nicht, ich kann das nicht so aufschnappen. Meine Oma hatte das mal mit dem Einfädeln von der Stopfnadel, dass sie das immer nicht hingekriegt hat. Jetzt ist mir doch hier noch irgendwo eine Münze in die Vitrine gefallen, oder was? Die bringt Glück. Das sind nämlich nur 1- und 2-Cent Münzen, mein Ingo. Hier ist doch irgendwo eine rein. Da. Ja, kannst du gleich da rein. Das ist dein Eigentum. 1- und 2-Cent Münzen. Ich hab die über Jahre gesammelt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, sicher. 1- und 2-Cent Münzen. Ich hab die über Jahre gesammelt. Das müssen so um die 3000 sein ungefähr. Also Pi mal Daumen. Ich weiß nicht, wie viel Zweier und wie viel Einer. Ich hab immer mal einen Strich gemacht, dann hab ich das aber mal vernachlässigt. Aber um die 60 Euro müsste das sein. Damit kann ich mir jetzt meinen Deckel bezahlen. Ja, das ist ja ganz prima. Und die meinst du, soll ich mir nach Feierabend hier auch noch schön einrollen und dann zur Bank bringen? Oder wie hast du dir das gedacht? Das ist doch auch ein reines Geld. Ja, aber so doch nicht. Hallo. Ja, wieso ist das doch so ein reines Geld? 60 Euro? Ja. Für meinen Deckel? Ja, aber Ditsche, was kostet glaubst denn der du, Deckel? Dass ich so mit so eine Tüte zum Einkaufen gehe und sag, so, jetzt warten Sie mal, ich zähle mal eben die nächsten 3 Stunden mein Geld ab, damit ich sie bezahlen kann? Ja, dann kann ich auch behilflich sein. Wie viel ist denn mein Deckel? Gib mir bitte ein Bier. Jetzt wird sich noch um Geld gestritten. Ja, wieso, wenn du mir hier so eine Tüte... Woher soll ich denn wissen, was das ist? Das habe ich doch gesagt, was das ist. Man kann es doch sehen, es ist reines Geld. Ja, aber ich meine, wie viel? Erstmal. Wie viel? Ungefähr 60. Ditschi, jetzt bitte, mal in Ernst und bitte, ganz in Ruhe. Ne? Ja, jetzt mal ganz in Ernst. Erstmal rollen. Ne? Also du rollen und dann. Warte mal, dein Deckel. Pass mal auf, mein Freund. Hm. So, warte mal. Wo habe ich den Zettel? Hier. Sekunde. Oh, das perlt. Das perlt. Es ist doch reines Geld. Es ist Pass doch, auf. Es ist doch kein Spielgeld. Ja, nun warte mal erstmal ab, was da ungefähr, überhaupt. Das sind ungefähr 60 Euro was in da Münzen überhaupt drauf ist. Du hast dein Deckel
Ach nee, warte, den hattest du schon. Den habe ich schon mal bezahlt. Weil den ich wollte nämlich, weißt du, ich habe doch von der Bundesbank, die hat doch gesagt, dass sie das irgendwann als Zahlungsmittel nicht mehr nimmt, so wie in Holland. Und da habe ich mir gedacht, bevor das eintrifft, gehe ich los und gebe dem Ingo-Mann die ungefähr so. Ich freue mich. So, pass auf, dein Deckel sind 154,80. Das ist dein Deckel, mein Freund. Ja, da komm doch hin, den Rest kannst du behalten. Aber eben waren das noch, hast du noch gesagt, ja, das sind... Ja, das ist der reine Nennwert, mein Ingo-Mann. Es ist doch nicht, es ist, das ist wohl Klärchen, dass du da, das ist ja der reine Materialwert, ist ja dreimal so hoch. Ist doch dreimal so hoch, deswegen wollen sie das doch einstellen, weil die Herstellungskosten so teuer sind und weil eine Kupfermünze hier mal sorgen, die ist dreimal so viel wert. Rein der Kupfer. Ach so, ich schmelz das ein hier, natürlich. Du hast doch die Heißgeräte. Ich schmeiß das in die Heißgeräte. Hier schmeiß ich das rein in die Fritteuse und dann schmelz ich das ein. Und dann mache ich mir so eine ganz große eine Kupfermünze da drauf. Nein, machst du nicht. Mach ich nicht. Nein. Sondern? Dann nimmst du hier die Ketchupflaschen. Und dann für uns Senfflaschen, die großen. Und dann schmilzt du das ein, dann schneidest du das, hebst das verkehrt rum, schneidest das oben auf, bitte heiß einfüllen. Und dann nimmst du zwei Backblecke und dann machst du da schön so kleine Rollen bei und machst da Kupferdraht auf. Was meinst du, was du da, da hast du jetzt mal sorgen, dreifacher Wert, 180 Euro, 154, sagst du, ist mein Deckel, den Rest kannst du als Trinkgeld behalten. Und dann hast du mal sorgen, Kupferdraht über. Und den gibst du, den verkaufst du jetzt noch an die Deutsche Bundesbahn, weil die Deutsche soll alle 5 Minuten Oberleitungsschaden, weil da irgendwelche Heinzis dann dir den Kupfer klauen. Das stimmt doch, ne? Das stimmt. Jens, merkst du, ne, was ich mir die ganzen Jahre hier, merkst du, ne? Jetzt kriegst du auch mal ein Feeling dafür, wie das ist. Ja, da hatte mein Papa auch nichts zu sagen. Ja, eben. Wie, der hatte nichts zu sorgen. Der hatte wohl was zu sorgen. Er hat auch manchmal was gesorgt. So ist das jeden Freitag. Jeden Freitag um die Zeit. Er hat zum Beispiel gesorgt, dass ich die Klappe halten soll, weil er Feierabend hat. Das ist richtig. Ja, und was meinst du, weshalb er das gemacht hat immer? Ja. Da kannst du mal über nachdenken in der stillen Minute. Nur mal so als Denkmodell. Hör ich doch was raus? Hör ich doch was raus? Ich hab dir reines Geld mitgebracht. Ja, Ditsche, das ist ja auch lieb von dir, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch auch was wert. Ja, ich weiß das ja. Da kannst du richtig, wenn du das einschmelzen kannst. Ja, einschmelzen, wo denn? Hab ich hier einen Hochofen stehen, oder was? Haben wir doch gerade schon mal sorgen festgelegt. In die Fritteuse, ja, nee, das ist klar. Dann legst du ein bisschen Alu rein, dann die Kupfermünzen und wenn du die dann mal sorgen umgefüllt hast in die Butter, dann nimmst du das Alu wieder raus, dann kannst du ganz normal damit warten. Oder du wirfst das weg. Oder gib mal bitte, darf ich einmal was gucken? Einmal will ich nur was sehen. Ich will nur einmal was sehen. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, Jens. Guck mal, du kannst das doch auch noch verkaufen für Fechter. Jetzt mal sorgen. Weißt du, die haben doch immer so eine Kappen auf. Ja. Denen ist es doch Fujikado Capuchco, egal ob da nur vorher ein paar Münzen drin waren oder nicht. Aber Fritteusenfett, ne? Was soll ich das jetzt wieder mitnehmen, oder was, das Geld? Ist das für dich nicht angemessenes Geld genug? Es war eine dicke Meldung in der Zeitung drin. Holland hat auch schon gesagt, sie nehmen die normalen Münzen gar nicht mehr. Willst du es nicht haben? Spatz in der Hand. Eine Minute später wäre ich weg gewesen. Ne? So, und jetzt kriege ich hier so einen Sack. Oder nimm nicht. So einen Sack, weißt du? Ich werde schon jemanden finden, der sich dort die Zähne nach ausreißt. So, kriegst du denn sonst was? Ja. Ja, eben, das ist es nämlich. Ne? Wenn ich den jetzt, weißt du, das wird ihr jetzt, wollt euch wenn ich über den mich jetzt nicht erheben, den Sack, dann heißt das noch, in 3 Jahren heißt das noch, du hast ja damals mein Geld nicht gewollt, da hatte ich echtes Kupfer, wäre heute so und so viel wert, mit der Steigerung von damals, genau. Da hättest du dir schon, weißt du, eine Immobilie von, so. Das würde ich gar nicht sagen, mit Immobilien habe ich gar nicht weiter was an den Aktien drin. Nee. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben jetzt hier? Pauli, ne? Pauli Platz 7. 2-1, Platz 7. So, und jetzt HSV. Weißt du, wenn wir noch Pech haben, weißt du jetzt, am Sonntag spielen die gegen Mainz. Ne? So, wenn wir dort Pech haben und die dann das auch noch vergeigen und wenn die jetzt tatsächlich mal absteigen, dann gibt das nämlich in der nächsten Saison 2-mal Pauli HSV. Und dann rumpst das aber in Karton. Das ich glaube, das will keiner. Aber weißt du, was ich gesagt habe? Hast du doch, habe ich doch hier diese Schilder, die sie da aufhaben irgendwo, da wo Hermes draufsteht, ne?
Der Sponsor, ne? Ja. Ich trinke so, weißt du, was ich glaube? Weißt du, wer Hermes war? Hermes war ja so ein Bode, so ein Görderbode. Görderbode, ja. So, und das haben sie ihm wahrscheinlich den Spielern da als Psychologie draufgeklebt, weil der Hermes, der Görderbode, hatte ja sogar Flügel an den Schuhe. Dass sie dann denken, die laufen dann, ja, das ist ja wie ein Orden im Grunde genommen. Wenn du einen Orden kriegst, oder wir haben früher ja Cowboy gespielt und hatten Sheriff-Stern, dann haben wir uns ja auch stark gefühlt. Und wahrscheinlich haben sie so von Zeugwart von Heusau gedacht, wenn sie denen da Hermes aufkleben, dann perlt dort immer so das Gute über und sie laufen schneller. Aber in Wahrheit perlt ja nur das Schlechte über. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ja. Es sind praktisch, man sagen, lahme Postboten. Was denn? Ich weiß nicht. Was ist denn? Ich hatte diese Woche überhaupt keine Zeit. Überhaupt. Es eilt ja nicht, ne? Aber guck mal, wie sieht das aus? Das Loch, ne? Ist doof. Du kannst ja durch das Loch die Kupfer. Es ist ja hell genug so, ne? Aber es sieht für die Kunden immer so ein bisschen scheiße aus, weißt du? Ich versuch's nächste Woche. Das wäre lieb. Ich verspreche das. Weil ich die nur gerade hier liegen sehe, weißt du? Trotzdem nur kurz. Ja. Weißt du was? Nein, ich dachte mir nämlich, dass vielleicht das Schlechte von dem Postboden von Hermes überperlt auf dich. Genau das Gegenteil. Weißt du, dass sie am 16er, das ist praktisch wie der Vorgarten. Weißt du, von einem normalen Postboden, aha, den meidet er ja auch, weil er Angst davor hat, von Hund gebissen zu werden. Ja. Praktisch wie der Abwehrspieler oder wie der Torwart. Davor haben sie denn Angst. Und dass man sagen, das Paket wird ja auch häufig gar nicht direkt zugestellt. Das Paket ist der Ball. Das heißt also, er wird beim Nachbarn abgegeben. Das heißt, da kommt der Fehlpass zustande. Vielleicht perlt ja von den Hermes-Schild. Haben sie das verkehrt rum aufgenäht und die können das nicht richtig lesen oder sowas? Heißt das dann nicht mal immer so, dass man, wir haben ihr Paket an dem vereinbarten Ort abgelegt? Ja, das ist nur nicht vereinbarter Ort. Wenn man nicht da ist. Die haben doch, dass sie da so... Ja, dann, so ein Benachrichtigungsschein, ne? Ja. Aber das machen sie doch beim Fussi nicht. Warum du gerade über Tiefenpsychologie gesprochen? Machen wir klein und von Pakete habt ihr doch, mit Hermes oder ja, was? Ja, nee, weil der HSV da so ein Schild auf der Ärmel auf hat, wo Hermes draufsteht. Und Hermes ist in Wahrheit aber ein Götterbode mit Flügel an den Schuhe an. Von den Griechen, ne? So, und ich hatte gedacht, dass sie das nur deswegen da aufgenäht haben, weil sie dann von der Psychologie her den Spieler stärker und schneller machen wollen. Aber genau das Gegenteil passiert. Und der Ball wird beim Nachbarn abgegeben. Also dadurch kommt der Fehlpass zustande. Das war jetzt meine Idee. Das war das, ne? Das ist wie bei, ja. Ja. Na so. Gut. Ja. Achso, du musst was gut. Ich muss jetzt mal lesen. Jensa. Tschüss, danke. Wir sehen uns, ne? Ich, Lampe, ne? Tschüss. Jensa, ne? Mach das gut, ne? Viel Glück Sonntag. Ja. Ne? Oh, komm gut nach Hause, ne? Ja, oh, danke. Kann, wenn die mich mal mitspielen lassen würden, machen wir mal kleine Mobelklotten. Dann würde ich, vielleicht würden sie auch gewinnen. Letzten 5 Minuten mit meiner Schumilette mit dem Grip, da nagel ich den noch oben rechts in den Winkel. Mach gut bitte, Monty. Du mit so einem, das möchte ich mal sehen. Ich hoffe, mit so einem, ich du mit den wehenden, mit den wehenden Bademantel. So ein Sprint auf Super Ditsche. Ja, Super Ditsche. Da ist er. Super Ditsche. Es ist ein Vogel. Oh, wer ist da? Es ist ein Vogel? Nein. Es ist ein Flugzeug? Ein Flugzeug? Nein. Es ist eine Rakete? Nein. Es ist und dann 50.000. Super Ditsche. Und dann fliege ich da über und dann mach ich einen Turm rein. Mach mal gleich noch einen Hobelklapp. Hier sind wir aber apropos Rasen jetzt. Weißt du was? Hast mitgekriegt, das Raubein, ne? Hier mal sagen. Ja. Ne? Prinz Philipp, 96 Ruhestand. Der tritt ab, ne? Ist das Stichwort. Er tritt ab, ne? Das Pen. Bei dir tritt auch was ab, ne? Ja, nun immer mit der Ruhe. So, jetzt. Es freut mich, dass eine gewisse Heiterkeit wieder einkehrt. Das ging mir etwas zu ruffelig los, das möchte ich sagen. Ich komme hier mit Geld und werde das mehr oder weniger sagen, einer Untat bezichtigt. So das habe ich nicht gesagt, du, Nico, aber Jens hat auch gesagt, dass Papa hätte wohl gesagt, auch halt die Klappe, ich habe Feierabend in dem Moment. Ja. Aber du kannst ja auch mal, du bist ja auch ein Mensch, der gerne mal dazu lernt. Ich lerne sehr gern dazu. Ich lerne täglich dazu. Siehst du. So, und da, deine Umwelt gibt dir ein Signal. Gibt das? Ne? Und sagt dir... Stopp. Soda, grün, bitte weiterfahren. So. So. Und so war das jetzt in dem Fall mit den Münzen, dass es ein... Oder müssen wir nachher aber noch mal ausdiskutieren, was wir damit machen, weil Kupfer ist wirklich was wert. Aber jetzt noch mal das Raubein. Das Raubein. So, da hat doch die Königin jetzt gesagt, so, sie macht ja weiter.
Ne? Aber er tritt zurück, weil er ist ja in 800... Wie kann man überhaupt, man ist doch immer König. Er ist doch nicht, König AD gibt's doch gar nicht. Er ist ja König Gemahl, Königinnen Gemahl. Ja, aber was ich meine ist, solange er am Leben ist, ist er das doch. Er kann ja gar nicht in Rente. Ja, es ist, wir müssen sagen, seine Entscheidung nach außen hin, weil er sagt, er kann nicht mehr so lange stehen. Ja, ja. So. Und er ist ja in über 800 ungefähr irgendwelche Vereinigungen, ist er ja irgendwas Aufsichtsratmitglied und sonst irgendwas. Chairman oder wie der ganze Kommissar. Aufsichtsratmitglied ist ja. Oder irgendwas Beirat oder irgendwie so Repräsentant, was. Irgendwie einer. So ein Winke-Onkel ist er ja eigentlich. Aber weißt du was? Ja, er ist ein Raubein. Er ist ja immerhin da hierher geschlurft. Das wissen wir ja, ne? So ist er ja immerhin da hierher geschlurft. Da muss er immer 2 Meter hinter ihr gelaufen sein. So, und jetzt aber weißt was? Ja. Weißt was ich nämlich glaube? Ich glaube gar nicht, dass er in Wahrheit in Rente geht. Weil er hat jetzt nämlich diese Woche, haben Sie ihn noch gesehen, wie er auf ein Cricketstadion, er hat schon einen grünen Daumen, sagt man, wie Charles ja auch. Ach. So, und er hat den Rasen inspiziert in ein Cricketstadion. Da ist er Fachmann für. Ach. So, und weißt was ich nämlich glaube? Er geht gar nicht in Rente. Er ist seiner ganzen Ämter jetzt erstmal enthoben. Hm. Weil die Königin hat gesagt, hier, pass mal auf jetzt hier, Wembley-Stadion ist das Stichwort. Ja. Ne? Joshua Anthony gegen Wladimir Klitschko war übrigens einer der besten Kämpfe, die Wladimir Klitschko je geboxt hat. Hast du gesehen? War der beste Kampf, auch wenn er verloren ist, war der beste Kampf, den ich von ihm je gesehen habe. Da fahren wir ganz ab. Hm. So. Und danach, Wembley ist ja der heilige Rasen, mein Ingo-Mann. Und ja. da waren ja 90.000 Leute. Und wie die das alles abgeräumt haben, da war der ganze Rasen. Ach ja, der ist ja da drunter, der Rasen. Ja, so. Die haben ja da auf den Rasen. Bitte? So, und weißt du, was ich glaube? Er sagt, er kann nicht mehr stehen, aber auf dem Sitzrasenmäher, wo er auch vorher eine Kiepe anhängt mit Samen dran, da kann er ja auch fahren. Und es ist, glaube ich, Chefsache. Er muss jetzt wahrscheinlich den Rasen in Wembley wieder in Ordnung bringen. Wieso kümmert er sich persönlich drum? Wieso muss er das? Wer sagt ihn, er muss? Die muggelige Vorzeigefrau. Ach, seine... Ja, sicher. Seine Alte, ja, oder was? Ja, sicher. Wieso sagt... Ja, wieso? Ich nehme das an. Ja, aber er ist doch... Wieso? Er kann doch... Ach, Herr Fürsti. Herr Fürst. Mensch, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ne, komm rein. Ja. Ne? Siehst du, hier ist nämlich auch um diese Zeit immer geöffnet. Na, sowas hier so. Ist immer du, Herr geöffnet. Schwein, dass ich noch da bin, weil die beiden waren auch schon hier viel zu spät. Ich war schon fast draußen. Ja, aber du bist der Einzige, der immer aufhört. Ich hatte schon Schlüssel in der Hand. Also, so sieht's aus. Woanders passt er gar nicht mehr hin. Was möchtest du denn? Was möchtest du denn? Einen schönen großen Nudelsalat heute mal. Ohne irgendwas, nur Nudelsalat. Hier den Tomatennudel? Nee, den anderen. Den anderen hier. Ach, den Mayo. Aber in der Schale. Eine doppelte oder was? Eine doppelte, ja. Ich muss, apropos doppelte, ich muss mal in meine Hose ein Gummi neu einziehen. Es rutscht mir immer runter. Aber eine neue kaufen, wäre auch eine Idee. Nein, die ist doch noch gut. Es ist doch eine reine Dauerware. Mit einem Helanka-Faden bei, das hält ja ewig, wenn man es richtig wäscht. Ja. Musst du entweder Handwäsche oder nicht mehr als 30 Grad Kurzprogramm. Aber ich habe keine Waschmaschine mehr. Das heißt, ich habe eine, aber sie ist kaputt. Handwäsche ist richtig. Na also, geht auch, ne? Ja. Ist ja nur die eine Hose, mehr ist es ja gar nicht. Ne? Was machst du am Waschtag? Zu Hause bleiben? Am Waschtag? Ja. Ja, sicher. Meinst du, die Wäsche wäscht sich von selber? Nee, oder? Aber wenn du nur eine Hose hast, die muss ja auch wieder trocken werden. Ja, sicher, die liege ich dann auf der Heizung auf. So, dann bleibt der zu Hause, ne? Das merkst du jetzt erst. Ja. Ne? Ich hoffe, noch eine zweite. Ne. Aber die troche ich natürlich nicht, das ist schon meine Ausgehhose. Du hast eine für innen und eine für außen? Ich hab sogar noch eine Innenhose. Eine in grau und eine in gelb. Hab ich? Ne. Eine reine Jogging. Hab ich noch nie gesehen. Ja, ich kenn auch nicht. Ich hab ihn immer nur in seine Hose. Das ist meine Ausgehhose. Es bleibt mir doch unbenommen. So lange hat er die rote Buchse an. Eine gelbe? Zieh die doch mal an, Ditsche. Die ist doch vielleicht ganz schick. Die zieh ich doch nicht an. Die zieh ich immer sonntags an, wenn ich ein Ei esse. Weil wenn dann das Ei da runterperlt, damit man das nicht gleich merkt. Ja, so ist das. Es ist durchdacht. Und was isst du, wenn du die graue anhast? Dann isst du eine... Graubrot. Ja, ist klar. So, mal hier, David, pass mal auf. Er ist unser Spezialist mit dir. Hast du auch keine Kirche? Ich kann genauso fragen. Hier mal sagen, hier, Problemstorch Ronny. Ist der bekannt? Ja, logisch. Der Autohackende Adebar. Bitte? Ja. Bitte? Problemstorch Ronny ist wieder da. Das ist so ein 130 Seelendorf irgendwo in Brandenburg. Ja. Da war er ja und hat schon die Scheiben immer überall kaputt gehauen. Er pickt immer auf Autos rum. Ja, genau. Und hackt da so rein.
Er hackt aber. Dann war er weg in Süden, da waren sie alle ganz froh und dann war er aber wieder zurück jetzt. Ja, Störche kommen ja immer wieder dahin zurück, wo sie kommen immer wieder herkommen, dahin. Das ist ja genau wie Lachse. Wie Lachse, ne? Ne, genau. Bloß nicht in nicht Wasser. Woanders hin, genau. So, aber weißt du was, jetzt haben da irgendwelche Tierspezialisten haben jetzt mal Sorgen gesorgt, das liegt daran, dass er in den Scheiben und in den Autos, wenn die so poliert sind und so weiter in Lack, dass er sich selber da drinnen sieht. Und denkt, es ist ein Gegner. Und dann hackt er doch auf Bett. Das und jetzt das, haben ne? die Leute nämlich überall schon Bettlaken übergehängt und so, weil sie jetzt sorgen, damit sorgen sie dafür, dass er sich nicht sehen kann. Aber das ist ja auf Dauer geht es ja auch nicht. Du kannst ja nicht mit einem Laken vor einem Auto fahren. Nee, das kannst du nicht. Ja, aber wenn du erstmal weg bist, tut der Storch ja nichts mehr. Ja, trotzdem. Außerdem hat er ja jetzt eine Freundin, jetzt ist er ja ganz entspannt. Was, hat er eine Freundin? Ja. Nee. Dieses Jahr hat er ein Weibchen. Nee, wo kommt das denn her? Ja, aus Afrika. Ja, aber ich meine, hatte er bis jetzt aber noch nicht. Nee, letztes Jahr hatte er aber hat er Radau gemacht und jetzt ist da Mädel und nun ist das alles ein bisschen entspannter. Aber die Problematik ist ja trotzdem gegeben. Ja, die haben auch Angst da, die Leute, ne? So, und weißt du, was ich mir überlegt habe, was man machen könnte? Mit ihm jetzt? Ja, sicher. Hm. Weil wenn er sich da im Spiegel drin sieht, dass er das nicht mehr sieht, weißt du, was man da machen könnte? Oh. Den könnte man, wenn er schläft in der Nacht, könnte man mit einem 16er oder mit einem 6er reicht, Ringpinsel mit Blutorangensaft, könnte man ihm mal sagen, seinen Hals einstreichen. Und dann bringt man ein paar Vampire, mal sagen, Vampirfledermäuse, die ernähren sich ja tatsächlich von Vogelblut, habe ich gehört. Mhm. Die bringt man da hin und dann wird das als Lockstoff in der Hals eingepinselt und dann beißen die ihn. Und das weiß man ja, jeder, der von Vampir gebissen wird, wird selber zum Vampir. Und was passiert, wenn Problemstorch Ronny aufwacht und er guckt in den Spiegel als Vampir? Das er hat kein Spiegelbild mehr. Er sieht sich nicht mehr. Ja, er sieht sich nicht mehr. Er kann sich nicht mehr sehen. Er hat kein Spiegelbild mehr. Das ist doch eine Weltidee. Das ist das, das würde ich gleich mal. Da musst du den. Das ist. Ingo, was kriegst du? Gib mir einen Vierer. Ja. Das würde ich dem gleich mal als Lösung. Gleich mal warm unterbreiten, ne? Sechs zurück, ne? Ja, ich danke dir. Gut, mein Lieber. Eine Weltidee. Ja. Alles klar. Sehr, sehr schön. Ja, dann beschäftige ich immer noch so ein bisschen mit Flora und Fauna. Das bleibt nicht aus. Das ist doch schön, dich zu sehen, ne? Ja, ja. Wie immer, ne? Ja. Ja. Mach das alles gut, ne? Gute. Hau rein. Tschüssi. Aber es passieren dir tatsächlich lauter so komisch. Er hatte recht mit Flora und Fauna. Weißt was, ich hab mich mit Giovanni da länger über ausgetauscht jetzt, ne? Mhm. Weil hast gelesen in der Zeitung drin, eine ganz fette Geschichte. Porsche, ne? Porsche ist Porsche. Das Stichwort. Mhm. Porsche. Die haben jetzt in ihrem Werk, haben die jetzt Bienenvölker angelegt. Ach, die haben im Moment, und das werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, im Moment haben sie 5,4 Millionen Bienen da irgendwie untergebracht. Und nun in ihren Werk drin? Ja, da irgendwo in ihren Werk drin. Und man fragt sich natürlich, warum. Wieso, die müssen doch raus, die sind. Was immer sie damit vorhaben, aber das stand so in der Zeitung. Sie haben, das sind 1400, glaube ich, Völker. Ganz viele Bienen, 5,4 Millionen und es werden immer mehr. Und jetzt habe ich überlegt, wofür braucht Porsche Bienen? So, und dann habe ich Giovanni gefragt, weil Giovanni hatte mal einen 911er, weißt du, ein Carreras. Was, so eine Spinnerkarre oder so eine reine Spinnerkarre, aber damals noch ein, er sagt immer ein SC, der hatte vorne noch wie? Eine... Giovanni hat den Porsche? Ganz früher mal in der 80er-Jahre. Hatte der mal in Lotto gewonnen oder was? Weiß ich nicht, hat er mal gehabt. Ich bin da sogar auch mal mitgefahren. Ist Alter. Nicht dein Ernst? Echt jetzt? Hürsäger, ein gutes Auto. Davon mal ganz abgesehen. Aber so, und Giovanni hat nämlich gesagt, damals schon, dass sie, früher hatten sie, es ist ja ein reiner Boxermotor. So, und Giovanni hat gesagt, früher hat der reine Boxermotor einen ganz bestimmten Sound gehabt. Und das hat damit zu tun gehabt, dass er luftgekühlt war. Und heute bauen sie die Autos und da sind die wassergekühlt. Und da sagt Giovanni immer, da haben die nicht mehr den Sound von früher. Und da basteln sie die ganze Zeit mit der Elektronik bei, dass sie irgendwas da mit einem Modul machen oder was, dass der so klingt. Aber sie kriegen das nicht mehr hin. Hm. Und jetzt hab ich gedacht, wahrscheinlich benutzen sie die Bienen. Dass die da so einen Summen machen? Bitte? Dass sie, weißt du was, dass sie einen kleinen Kasten bauen, mal sagen? Ich sag mal, 1000 Bienen pro Auto. Das reicht schon, vielleicht sogar nur 500, weil wir hast schon mal, wenn eine hier rumfliegt, macht die schon Krach. Also sagen wir mal 500 Stück. Mm. So, ein Kasten, dann mal sorgen, eine Trennwand zwischen. Mm.
Trennen wir inzwischen. Du, mit dem Gitter dabei? Mhm. Dahinter ist noch ein Propeller. Ein Propeller. Der Propeller geht mir sorgen über eine Spule über wie ein Dynamo mit einem Kabel direkt in eine extra Batterie. Mm. Dadurch, dass die dann da drinnen rumfliegen durch einen Flügelschlag, treiben sie den Propeller noch an. Treiben sie ihn an. Und erzeugen noch zusätzlich Strom zum Brummen. Aha. So, und unten drunter ist noch mir sorgen so eine Schiebetafel oder was, wo die Waben drin sind. Ach, Waben auch? Ja, wo Honig produziert wird. So, und dann nehmen Sie das Ganze und dann packen Sie das wahrscheinlich von unten ans Auto, von unten rein, ungefähr, dass das von innen so ist, ungefähr dort, wo der Schalthebel ist, damit wenn die fahren und die fliegen dann rum, die Bienen, dann dass die denn so brummen, weißt du, wie ein Boxermotor mit Luft gekühlt. Und wo merken die dran, dass das Auto aus ist und sie nicht mehr brummen sollen? Dann müssen sie auch sofort aufhören zu fliegen. Das geht ja nicht, du machst das Auto aus und dann macht er so. Vielleicht ist so ein Licht drin an, wenn der Motor angeht. Und wenn der Motor ausmacht, geht das Licht aus und dann schlafen die ein. Die schlafen ein bei Licht aus? Ja, sicher, machst du doch auch. Ja, ich bin noch keine Biene, hallo. Ja, sicher, aber ein Mensch. Und ein Mensch, alle Tiere schlafen, wenn es dunkel ist. Nee, aber bei denen. Außer der Fuchs, der Wüstenfuchs nicht, der ist nachtaktiv. Aber bei denen, wenn du die normal hast, in so einem normal sind die ja in so einem Kasten drin. Ja, da ist es ja immer dunkel, Ditsche. Die würden ja sofort, das macht ja gar keinen Sinn. Die würden da ja reingehen und sofort einschlafen und würden ja gar keinen Honig mehr machen. Da musst du auch mal mitdenken. Die Schlafen im Dunkeln ist bei denen gar nicht angesagt. Dann brummen glaube die ich. Eben, dann brummen die eben ein bisschen weiter noch. So leise. Man steigt ja aus, dann braucht man das Brummgeräusch zum Hören ja gar nicht mehr. So, und dann, weißt du was, und dann erzeugen sie noch extra Strom über den wie ein ja, Hybrid. Ja. Das ist so, und dann das sind das kein PS mehr, sondern BS. BS. Sogar. BS, ne? Bitte, BS. Ja, 20.000 BS. Ja, man weiß das ja nicht. Und hinterher, weißt du, in Wappen von Porsche ist so ein Pferd drinnen, ne? Dann machen sie nachher vielleicht sogar noch eine Biene rein, nehmen sie das Pferd aus einer Biene rein. Da ist ein Pferd drin, ne? Da ist ein Pferd drin. Ach. Wie bei Ferrari, das wäre das ist auch da, ne? Die haben beide ein Pferd. Haben beide ein Pferd jetzt, ne? Wegen PS jetzt, ne? Wegen PS? Wegen PS jetzt. Meinst du? Ich meine das. Hm. Ne? Ja. Aber das ist doch an und für sich eine ganz gute Idee. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hier Kager, ne? Oder das erzähl ich dir lieber nicht. Das ist ja ein Trauma nach dem anderen. Was ist denn mit ihm? Ich hab ja seinen Bauch gewogen noch. Nee. Ja, sehr gerne. Wie kannst du Kagers Bauch wiegen? Mit der Mehlwaage, mit der Haushaltswaage, nachdem ich seinen Bauch fett hypnotisiert habe. Das ist nicht der Ernst.